der Matrix mit meinem ersten Dying Light Glitch. Und zwar einen Glitch, wie ihr Waffen verdoppeln könnt und unendlich Geld in Dying Lights euch holen könnt. Aber dazu braucht ihr eine bestimmte Waffe. Diese Waffe bekommt ihr nur über ein Easter Egg. Und diese Stelle, wo ihr die Waffe findet, habe ich euch auf der Karte gleich mal gezeigt. Und dieses Easter Egg ist nicht schwer, ihr müsst nur dahin laufen und euch die Waffe holen. Um diesen Waffenverdopplungsglitch und um die Waffen unendlich zu verkaufen, und ich glaube, ihr macht in einer halben Stunde 300.000 oder so. Und das ist wirklich endlos viel in dem Game. So, für das Easter Egg müsst ihr hier an dem Excalibur, so heißt das Schwert in Dying Light, 2 Minuten Viereck drücken. Einfach nur 2 Minuten Viereck drücken. Das ist schon das Einzige, was ihr machen müsst. Und dann habt ihr diese Waffe. Es ist wirklich ganz einfach. Nach 2 Minuten reißt ihr sozusagen die Waffe raus, habt das Easter Egg bestanden. Und dann könnt ihr die Waffe aus diesem toten Zombie aus seiner Hand rausnehmen, Leute. So. Und dann kommen wir natürlich auch gleich mal zu dem Glitch. Und der Glitch ist wirklich mega, mega einfach. Hier könnt ihr nochmal sehen, dass ich Excalibur jetzt habe. Und wir kommen jetzt gleich mal zu dem Glitch, der wo sehr, sehr einfach ist. So, wenn ihr dann Excalibur habt, müsst ihr erstmal Touchpad drücken, um eure Fähigkeiten zu testen. So, hier Kraftstufe, braucht ihr Kraftstufe 4. Und ihr müsst euch Nahkampfwurf kaufen. Das ist ganz einfach, das habe ich schon nach ein paar Runden zocken bekommen. So. Und jetzt, wenn ihr Nahkampfwurf habt, Leute, dann drückt ihr zweimal R3, dann zieht er die Waffe so nach hinten. Nahkampfwurf. Mit Nahkampfwurf könnt ihr Waffen werfen, ist klar. Habe ich hier mal demonstriert. Und jetzt zieht er die Waffe nach hinten, drückt R2. Drückt dann sofort das Touchpad und schmeißt die Waffe mit R3 raus. Dann liegen zwei Waffen da und ihr könnt beide aufheben. Dann habt ihr das Excalibur, wie ihr hier sehen könnt, zweimal, Leute. Und das werde ich jetzt noch ein paar Mal machen. Und dann verkaufe ich das ganze Zeug. Und so könnt ihr am Anfang von Dying Light schon die besten Waffen kaufen und die ganzen Ausrüstungen bei den Händlern, Leute. Und ich finde, das ist wieder ein mega cooler Glitch. Und nachdem das Spiel ja im Moment nur in der Store-Version heraus ist, kommen auch keine Updates, nicht vor 1,5 Monaten, wenn das Spiel als CD rauskommt, Leute. Und dann wird der Glitch noch ziemlich, ziemlich lang funktionieren. Und ich würde mal sagen, wenn euch der Glitch gefallen hat, Daumen nach oben oder abonnieren. Das fände ich von euch mega nice, wenn ihr das machen könntet. Und die Waffe hat einen Wert von 1300 bis 1400. Ihr könnt die ja natürlich noch upgraden, dann ist sie noch mehr wert. Und ihr könnt natürlich dann auch mit der die ganze Zeit kämpfen. Jetzt werde ich euch noch kurz zeigen, dass man sie halt verkaufen kann endlos. Und das ist so cool, weil normalerweise bekommt ihr hier so für eine lilane Waffe, das sind die besseren, bekommt ihr zwischen 400 und 500. Und es ist wirklich nicht viel. Und 1300 ist schon eine Menge Kies, also eine Menge Kohle für so eine Waffe. Und ich finde den Glitch halt wirklich der Hammer für so ein neues Game. So wieder so einen mega einfachen Glitch, Leute. Und ich kann dazu nur sagen, ich habe es schon 1000 Mal gemacht und Snake auch. Ihr könnt das Video natürlich auch auf Snake seinem Kanal sehen, Leute. Ich bin raus, euer Matrix. Ciao, Leute.